Die war eines der größten Eisenerzbergwerke im Westerwald, liebe Zuschauer. 1965 wurde die Grube stillgelegt und die Förderanlagen abgerissen. Doch fast 50 Jahre später ist plötzlich alles wieder da. Glück auf! Der Förderturm steht, die Schicht beginnt, der Erzabbau läuft. So scheint es zumindest auf den ersten Blick. Die Anlage hat nur einen Haken. Sie ist ein Modell. Ein beeindruckendes Modell im Maßstab 1 zu 10. Da reicht keine Garage, dafür braucht man schon eine Fabrikhalle, wie Hobbybastler Bernd Mudersbach. Zusammen mit Sohn Julian und anderen fleißigen Helfern hat er die Anlage nach Originalplänen wieder auferstehen lassen. Zwei kleine Vorteile hat der große Modellbauer. Hauptberuflich hat er eine Firma für Stahlbau. Im Bergbau kennt er sich aber auch aus. Mein Großvater, mein Vater und mein Urgroßvater haben alle auf dieser Grube gearbeitet. Bis zuletzt mein Vater noch 1965. Und ich habe immer als Kind schon einen Bezug zum Bergbau gehabt und gerade auch besonders zur Grube Füsseberg-Friedrich-Wilhelm. Hand in Hand haben Vater und Sohn in 2 Jahren gut 2000 Schrauben und 6000 Nieten verbaut. Befürchtungen, dass einem das Projekt über den Kopf wächst, gab's auch. Ja, zwischendurch schon mal, aber es waren ja wirklich sehr kleine Teile auch oft. Aber grundsätzlich hat es schon sehr viel Spaß gemacht, vor allem wenn es ja immer wieder Fortschritte gibt und so. Jetzt ist fast alles fertig. Fördermaschinist Julian sitzt quasi auf einem Arbeitsplatz, den es seit 50 Jahren nicht mehr gibt. Viel Arbeit haben sich die Modellbauer gemacht. Irgendwann ist auch an ihrer Förderanlage mal Feierabend. Schicht im Schacht. Feierabend ist ein gutes Stichwort. Tschüss, bis morgen. Schicksalsschläge.